Hallöchen. So, da bin ich mal wieder. Ich bin euch ja, na, eigentlich bin ich euch keine Rechenschaft schuldig, aber es haben mich jetzt mittlerweile schon ein paar Leute gefragt, wann es denn weitergeht und warum es nicht weitergeht und so weiter und so fort. Also einige von euch haben es ja mitbekommen, ich bin umgezogen. Ihr seht davon jetzt noch nicht wirklich viel, aber später vielleicht. Und ich wollte jetzt euch mal so ein bisschen aufklären, warum denn jetzt so wenig Videos kamen und kommen werden vielleicht. Und noch so ein paar Fragen beantworten, die unter meinem letzten Video stehen. Und zwar ist das das Video von der Messe. Da sind so ein paar Fragen drin, die habe ich zwar alle schon beantwortet, aber die will ich hier nochmal schnell aufgreifen für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. So, also, erstmal hat der Michael gefragt, halt, wann es denn weitergeht mit RC und vor allem mit der Loot Chest. Also, fangen wir erstmal mit RC an. So ein Umzug kostet natürlich einen Haufen Geld. Das wissen die ein oder anderen von euch wahrscheinlich. Also man braucht natürlich dann, man will ja sich dann auch neuere Sachen holen, wie zum Beispiel Kommoden, die fehlen jetzt zum Beispiel auch noch. Ja, so eine Sachen halt, so eine simplen Sachen wie Wasserhähne, Arbeitsplatten, dann ist auch noch unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Der Umzug selbst natürlich, alles hat ein bisschen gedauert, Internet, Telefon, bla bla bla. Ist jetzt alles soweit da, hat aber natürlich einen Haufen Geld verschlungen und da ist natürlich das Budget für Modellbau zu null geworden, sage ich es einfach mal. Deswegen kommt jetzt auch mit RC erstmal, denke ich mal, nicht viel. Das Wetter ist auch scheiße, sonst hätte ich ja natürlich draußen ein Running Bash-Video machen können oder sowas, aber das Wetter ist natürlich auch richtig bescheiden. Dann hat mich noch jemand gefragt wegen Dachbodenvideos. Tja, das ist dadurch auch nach hinten gerutscht. Der Ausbau ist wohl doch teurer geworden, als ich im ersten Moment dachte. Da bin ich aber dran. Da bin ich am Versuchen und am Tun und am Machen. Wegen Loot Chest. Ja, da ist ein Missgeschick passiert. Loot Chest. Seite. Und zwar habe ich natürlich, als das klar war, dass wir umziehen, meine Adresse schon geändert gehabt, weil ich ja wusste, dass die Loot Chest immer am 15. verschickt wurde. Habe das natürlich auch getan, 2 oder 3 Wochen vorher. Aber ja, da ist ein kleines Missgeschick passiert und es wurde an die alte Adresse geschickt. Da steht natürlich nichts mehr dran am Briefkasten. Demzufolge geht das Ganze zurück zur Loot Chest. Habe aber alles schon geklärt. Der Support bei Loot Chest ist absolut Bombe. Die schicken mir das Teil jetzt wieder zu, wenn es da ist. Es müsste heute, glaube ich, da angekommen sein. Dann schicken die das Ganze mir zu und dann seht ihr auch das Unboxing davon. Dann haben einige Leute gesehen, dass ich meinen Quadrocopter verkaufe. Der steht zurzeit bei Kleinanzeigen drin. Wer Interesse hat, der kann sich ja melden in die Kommentare. Ja, der steht zum Verkauf. Aus dem einfachen Grund, ich wollte eh einen anderen haben nächstes Jahr. Jetzt im Winter ist eh nicht mehr viel mit Fliegen. Vermute ich mal. Und ja, ist halt wieder Geld dafür neue Sachen. Ist halt einfach so. Ja. So viel ist eigentlich zu der Situation jetzt, zu dem Zeitpunkt. Wer mich bei Instagram verfolgt, der wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Mehr oder weniger. Ja, egal. Wie gesagt, wenn ihr mehr irgendwas sowas wissen wollt, dann müsst ihr halt meine sozialen Plattformen mitnutzen, also Facebook und Instagram. Während unsere Gruppe DAC Modellbauer, Link ist in der Beschreibung, da steht auch immer viel drin. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Es ist mittlerweile schon eine ordentliche Gruppe geworden. Möchte ich mal behaupten. Also DAC Modellbauer, das halt, haben wir alle gegründet. Also Multikulti Laser, German RC Playground, der Silver RC und. Wie sie alle heißen. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich schaue jetzt nochmal nach Fragen hier, was hier so ging. Und fangen wir einfach mal an bei RC Monkey.
hat geschrieben, hi, eher den EMTA oder den Savage Flux? Das ist echt eine schwierige Frage, habe ich ihm auch schon geschrieben. So, der EMTA ist ja an sich nicht schlecht, der Savage natürlich auch nicht. Vom Einkauf her an sich, also vom Kaufpreis an sich, ist der Thunder Tiger natürlich ein bisschen attraktiver. Der Savage Flux ist ja richtig teuer. Ersatzteile bei HPI ist immer so ein Ding, also das ist extrem teuer und wenn man überhaupt was bekommt, ist es immer schwierig, finde ich. Bei dem EMTA ist wieder das Problem mit den Plastikdämpfern da, habe ich ihm aber auch schon geschrieben, also ich wüsste nicht, welchen ich da holen würde. Ich würde dann vielleicht auf irgendwas anderes zurückgreifen. Ja, dann war noch eine Frage wegen meinen E-Max, warum ich da so eine Reifen- und Spurverbreiterung fahre, das habe ich aber eigentlich schon mal erklärt gehabt. Die waren ja schon vom Vorgänger drauf, die Mitnehmer und die Reifen. Hat ganz einfach den Grund, dass die Reifen ohne Offset sind und ohne Offset passen die, würden die nicht passen. Und zum anderen ist das Auto jetzt natürlich dadurch breiter und kippt dadurch weniger. Und das sind halt welche von Intergy. Oder Integi oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Dann nochmal hat mich jemand gefragt zum Amewi AM10T Truckee Extreme. Habe ich mir angeschaut, also ob ich mir den holen würde, wollte jemand wissen, weiß ich nicht, glaube ich nicht eher. Amewi ist irgendwie nicht so meine Firma, komme ich irgendwie nicht so wirklich ran. Ja. Dann wurde ich gefragt, ob ich zur Modellbaumesse Friedrichshafen fahre. Ist ein bisschen weit von mir. Leipzig ist natürlich nah bei mir, da fährt man 10 Minuten, 15 Minuten. Ja, ist zurzeit echt nicht drin, sowas so weit zu fahren. In Leipzig waren ja auch viele Leute von, also viele Abonnenten von mir. Ja, wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr nächstes Jahr nach Leipzig kommen. Ich habe eigentlich vorgehabt, nach Nürnberg zu fahren, aber irgendwie auch wieder nicht. Ich weiß es nicht, bin mir noch nicht schlüssig. Werde da mal schauen, eventuell, aber steht noch nichts Wirkliches fest. Dann wurde ich halt noch gefragt, wie ich die Messe in Leipzig finde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die wird jedes Jahr, also nicht schlechter, aber man sieht immer weniger, bin ich der Meinung. Also, es war extrem voll. Wir waren Samstag früh da, vor der Eröffnung noch. Ist extrem voll. Man kommt kaum irgendwo richtig hin. Man kann sich nichts wirklich angucken. So wirklich neue Modelle gab es auch nicht zu sehen. Ich meine, ein paar Hobbyco hat ein paar gehabt. Dann Thunder Tiger hatte ein paar von den neuen Autos da. Aber sonst war irgendwie nicht so. Tamiya, ja, gut, Tamiya hat auch ein paar neue Autos, aber ja, Tamiya muss man Fan sein, Tamiya-Fan sein, um sich die Autos da wirklich zu holen, bin ich der Meinung. Ja, das ist halt so das Ding, es gibt halt nie die. Alba, 1, 2, 3. Die ganzen Neuerungen, die sind dann meistens in Nürnberg zu sehen. Leipzig ist zwar eine relativ große Messe, aber gibt es halt auch nicht so viel zu sehen. In Leipzig bezieht man sich eher auf richtigen Modellbau, sprich Riesenareale für LKWs, Baumaschinen, Panzer und sowas. Das andere ist eher weniger besucht. Ist halt einfach so oder leider so, muss man halt so sagen. Ansonsten war die Messe eigentlich gut, also es macht immer wieder Spaß, aber es wird halt irgendwie immer stressiger und ja, muss man halt sehen. Ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ach so, einige Leute hatten mich noch gefragt wegen PlayStation. Nee, nicht wegen PlayStation, sondern wegen GTA und sowas. Ja, GTA spiele ich, klar, auch oft. Gerade jetzt kam ja das neue DLC raus gestern, was richtig geil ist. Aber ich bin da eher, also eigentlich nur auf PS4 unterwegs. Also die Leute, die das am PC zocken oder auf Xbox. Xbox werde ich mir vielleicht bald wieder eine holen, aber
Werde ich mir nicht GTA nochmal holen, das wäre ja vollkommener Blödsinn. Und PC mag ich solche Spiele nicht. PC spiele ich dann eher sowas wie Counter-Strike und solche Sachen. Die machen dann am PC mehr Spaß, weil, ja gut, man hat bessere Grafik und alles, mag ja alles sein, aber am PC sitzen und Controller anschließen, nee, ist nicht so meins. Mag ich nicht so. Was gab's noch in letzter Zeit für Fragen? Es sind viele Fragen aufgetaucht, viele habe ich auch schon wieder vergessen. Ich habe jetzt auch. Ich kann höchstens noch mal schnell schauen, aber. Da waren noch so ein paar Fragen. Die weiß ich aber alle gar nicht mehr. Ja, hauptsächlich ging es ja darum, warum halt so wenig Videos kommen. Ja. Habe ich euch ja jetzt hoffentlich ein bisschen aufgeklärt mit und ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bei der Stange und ja, es kommen auf jeden Fall wieder Videos. Keine Sorge, der Kanal ist nicht tot oder irgend sowas. Es ist halt nur zur Zeit ein bisschen unpassend, weil das halt alles, ja, ziemlich ins Budget ging, die ganze Sache hier. Aber ich bin jetzt froh, dass mein Regal schon mal wieder steht. Es steht zwar nicht an der Stelle, wo es eigentlich hin soll, aber naja, Hauptsache ich kann erstmal wieder Videos machen, Internet ist da und ja. Ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal und ciao.